Peter, wir haben viel gearbeitet heute, aber einen Grundriss, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir machen es kurz. Royal X780 LXL und der hat 2,45 Meter Aufbaubreite, Mercedes-Benz, minus 50 Grad. All das ist bekannt, aber wir müssen euch was zeigen, denn das ist der, ich guck mal gerade, LGB, den habe ich gehabt. Zwei Einzelbetten, nicht schlecht, muss ich sagen. War richtig toller Grundriss mit allem drum und dran. Riesenbett, aber das hier hat ein französisches Bett. Ja. Was ist ein französisches Bett? Kommt das aus Frankreich? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja. Wir zeigen sie einfach mal. Der Nachteil ist, die bittere Pille ist die Garage. Das ist alles. Ja, aber guck mal, du, auch hier hast du doch viel Stauraum. Aber nicht so hoch. Fahrräder geht nicht, aber alles andere ist doch möglich. Du wirst lachen, Fahrräder gehen. Ich habe ein Falt-E-Bike, das geht rein. Ja, Falt-E-Bike, ja, natürlich. Das ist möglich. Dann, man kann hinten, ich weiß, es gibt Händler, die machen eine Rahmenverlängerung dran. Dann kannst du hinten so eine Bühne drauf bauen. Also man muss den Händler nur fragen. Ja, das ist notfalls, wenn man unbedingt was machen will, geht. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten. Aber der Innenraum, das muss man wirklich sagen, das ist ein anderer Innenraum. Wenn ihr also eine große Garage haben möchtet, ja, dann nehmt den anderen mit Längsbetten. Aber wir gehen jetzt mal rein, Peter. Preis hier 171.272 Euro. Das mit ist Vollausstattung. So. Vollausstattung. Ja. Volle Hütte. Volle Hütte. Komfortpaket, Designpaket und. Alles drin. Das Einsteigen ist ein Traum. Du kannst einfach, du brauchst keine Treppe, gar nichts. Geh mal hoch. Du hast Innenbreite minus 30, 2,15 Meter circa Innenbreite, die da ist. Ja. Und ich zeig's mal gerade, das ist ein Raumgefühl, als ob du in einer richtigen Ferienwohnung bist. Ja? Ich zeig mal gerade rein, du hast einen komplett offenen Raum. Das ist schon groß, oder? Man kann hier tanzen, habe ich gerade noch gehört. Und das stimmt auch. Warte, du gehst mal bitte hinten ans Bett. Ich gehe mal ganz zurück und fühl mal gerade hier in diesen Raum rein, dass man mal ungefähr sieht, wie groß dieser Raum ist. Das hier wird das Startfoto werden. Das ist krass. Denn du kannst dich tanzend einfach drehen. Das, geh mal, mach mal die Arme auseinander, dreh dich mal. Also mehr Platz als hier in diesem Grundriss gibt es nicht. Sie wollen mal reinschauen, mal ganz kurz von dem Platz her. Wollen Sie mal kurz reinschauen und mir mal sagen, wie groß der ist? Schauen Sie ruhig mal rein. Das ist vom Grundriss her ist das wirklich groß. Ruhig mal reingucken. Und dann sagen Sie mir doch mal, ob Ihnen das gefällt. Ist es groß? Das ist sehr groß. Ja. Es gibt kein Bad in der Mitte, das ist weg, das ist hinten. Ja, und sehr, sehr praktisch und dadurch auch optimal. Sind die Betten ein bisschen schmaler, das ist vielleicht nicht so schön. Ja, das ist interessant. Die große Diskussion, hinten zwei Längsbetten, richtig? Längsbetten, die da sind, oder ein französisches Bett. Und dafür habe ich das Bad dann hinten und habe mehr Raum. Ja. Ja, was ist jetzt besser? Das Bad hinten. Das Bad hinten. Aber die Längsbetten. Die Längsbetten und das Bad hinten. Ja, das geht nicht. Haben wir auch, nicht in den 87er, aber wir haben ganz viele D-Modelle, heißt es bei Kabe. Dann haben sie zwei Einzelbetten und Heckbad. Dann ist auch hinter den Einzelbetten? Hinter der Einzelbetten. Ah, okay, richtig. Alles klar. Haben wir auch. Das ist ein genialer Grundriss, richtig gut. Ja. Und man hat doch keine Stufe denn mehr, das ist auch weg, ja. Ja. Das ist auch klasse. Also den Grundriss müssen wir auch haben. Vielen Dank erstmal. Ja. Wir wollten mal so den Raumeindruck, weil wir haben gesagt, der ist so groß, da kann man drin tanzen, oder? Ja, ist schon so. Ist der gut, der Caravan-Salon, wenn man sich mal so informieren möchte? Oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich fahre jetzt das 10. Jahr hin. Das 10. Jahr. Und im Prinzip gibt es jedes Jahr ein neues Reisemobil, oder? Nein, ich habe dieses Jahr einen neuen Wohnwagen gekauft. Welchen habt ihr gekauft? Adria. Adria. Es muss ja für meinen. Ich hätte gerne einen Cabrio gekauft, aber. Aber? Ich bin Rentner und da ist für den Cabrio kein Geld. Ist so, ja. Cabrio aber mit der Alderheizung und so, schon nett, oder? Das ist. Aber mit Adria haben sie auch einen sehr guten Wohnwagen gekauft. Ja, ich Adria. Bin sehr gut. Wirklich tolle Firma. Cabrio hat auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit Adria. Und das sehen wir auch bei den Modellen bei Cabrio. Frontküche zum Beispiel ist so eine Zusammenarbeit mit Adria. Ja, da haben wir das auch gesehen schon. Ja. Es gibt viele, viele Details, die auch von Adria sind, das muss man sagen. Aber gebaut wird hier in Schweden, oder? Diese werden in Schweden gebaut. Ich glaube, Adria ist Slowenien, oder? Slowenien, Novo Mesto, ja. Tolle Firma. Das haben wir eben noch gesagt, dass hier viele Sachen sind, die es auch im Adria gibt. Ja. Komisch, gell? Ja. Jetzt, wo man nachdenkt. Also voll integrierte Reisemobile bei Cabrio hatten vorher den gleichen Front als bei der Adria Sonic. Die haben wir zusammen entwickelt. Weil Cabrio ist der größte Kunde von Adria. Wir sind Generalimporteur für Adria in Skandinavien.
Ja, dann haben sie sich zusammengetan, haben sie gesagt, hey, wir können ein paar Sachen gut zusammen. Ja. Ich muss auch sagen, Adria macht echt Hammer Sachen, oder? Das ist, wenn ich das sehe, die Grundrisse, die sind ganz innovativ. Ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich ihn sofort kaufen. Ja. Was, ein Kabel? Ein Kabel, sofort. So. Ja, wir drehen noch ein bisschen weiter. Vielen, vielen Dank erstmal. Dein Vorname, wie heißt du? Alvis. Alvis, aus? Wo kommst du aus dem Norden? Aus dem Sauerland. Aus dem Sauerland? Ist das weit weg? Wie lange fährst du? Von hier eine Stunde. Eine Stunde, also Homebase. Ja. Und du stehst auf dem P4, oder? Nein. Nee, du bist hier... P2. P2. Sehr schön. Dann noch viel Erfolg auf der Messe. Ja, ist ja zu Ende. Wir haben 10 vor 6. Ja, aber morgen geht's noch weiter für dich, oder? Ja, wir fahren jetzt... Nee, wir müssen nach Hause jetzt. Okay, das heißt... Tochter muss in die Schule. Echt, deine Tochter? Ja. Ich hab gedacht, das wäre deine Frau hier, da ist. Nein. Du hast schon... echt? Krass. Das ist die Jüngste. Das ist die Jüngste. Du hast wie viele Kinder hast du? Zwei. Fleißiger Junge. Naja. Wir müssen cutten. Ich muss... Trotzdem vielen, vielen Dank. Ja, wir drehen gerade zu Ende. Ja. Und auch viel Erfolg auf der Messe, ja. Ja, ihre Stimme, die war ganz markant. Da sagte meine Tochter eben... Super Kanal. Echt? Ja. Du hast ihn abonniert? Ja. Echt? Ja. Du bist das? Ja. Danke. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ey, sag mal ganz ehrlich, das Bett ist doch Hammer, oder? Ja. Kann man da was runter machen eigentlich? Oder ist das die Garage? Es lässt sich nicht hochheben. Doch. Du kannst hier von innen aus dabei. Ja. Und du kannst so deine Kiste Bier kannst du hier erreichen. Du kommst komplett von oben an die, an die Garage ran. Da vorne ist die Technik, nehme ich an. Ja, das ist die Technik. Die du kommst. Warte, ich zeig das mal gerade, weil die Leute mal gesagt haben, oh, die Kabeltechnik so unaufgeräumt. Hier siehst du jedes Kabel einzeln, alles super abisoliert. Das ist nicht nur für die Messe so, oder? Nein, das ist so, wie es sein muss. Und wir machen auch manchmal... Sag mal, Fehler für die Messefahrzeuge, weil du wirst nicht wissen, wie viel Stress das ist. Und es stimmt, Sven, es gibt auch ab und zu Fahrzeuge, die von den Messen kommen, wo es aussieht wie Spaghetti und das ist nicht richtig. Hier ist es richtig gemacht. Also, es bedeutet, ihr kriegt zum Beispiel, ich sag mal, ihr kriegt Fahrzeuge einen Tag vor der Messe. Das sind Prototypen, die fertig gemacht werden, ja. Und da macht einer vor der Messe. Da macht einer zum Beispiel ein Foto, macht er auf. Und dann habt ihr das verkabelt, aber es musste fertig werden für die Messe, weil eigentlich das Design von außen zählte, ja, so ist es. Es ist unglaublich viel Stress jedes Jahr und dieses Jahr noch viel mehr, wegen Lieferschwierigkeiten. Ja, und dann kommen immer mehr Leute, gucken vielleicht meine Videos und sagen, ey, ich will auch mal ein Kabel sehen. Ja. Und dann kommt das. Geh mal ins Bad bitte hinten. Ich mag den Grundriss wirklich sehr, Peter. Das ist in Verbindung mit dem Hubbett, ist das eigentlich ein toller Grundriss, oder? Ja. Einzige bittere Pille. Wir verkaufen das auch sehr viel. Ja. Ja. Es ist natürlich ein persönliches, das haben wir gerade gehört von dieser Herr. Aber ein toller Grund ist, ja, du hast hier auch alles. Duschkabine, Toilette. Du hast eine dedizierte große Dusche mit drin, hast Toilette mit drin, hast das Ganze. Also die Qual der Wahl, ich setze mich mal gerade aufs Bett und filme mal gerade hier rein. Aber wenn du hier durchguckst, die offene Blickachse, das ist schon unbezahlbar, ne? Ja. Dass du da einfach reinschauen kannst. Ist hier ein Kleiderschrank oder was ist hier drunter? Ja, Trockenschrank. Trockenschrank, zwei Stück. Drunter ist die Heizung? Hier haben wir die Heizung und das ist der Grund, dass es ein Trockenschrank ist, weil hier haben wir einen zusätzlichen Konvektor und wird alles in der Schrank getrocknet. Und das heißt, du kannst hier Skikleidung, egal was reinmachen, irgendwelche nassen Sachen. Ja. Du kannst sogar waschen, dieses Zeug da reinhängen, ne? Theoretisch. Ja, das geht, ja, natürlich. Oh. So, hier daneben, was da? Hier haben wir noch einen schmalen Schrank mit Regalen. Beleuchtet natürlich. Schubladen, Backofen. Hier noch ein bisschen Stauraum. So, damit ihr das alles habt, ein Auto haben wir noch. Müssen uns beeilen, denn der Peter muss pünktlich weg, ja. Hier ist es, da ist der Grundriss und da ist das Hubbett. Magst du es ganz kurz runterlassen, wenn es geht? Ich glaube, es aktiviert ist. Ist aktiviert. Und das ist dieses Hubbett, was man nicht sieht, was man auch von der Höhe nicht sieht, was integriert ist und was, glaube ich, sehr gut ankommt bei den Leuten. Sehr gut. Das ist ein Grund, warum Leute diese Grundriss kaufen.
Also ich habe übrigens, damit ihr es wisst, etwa 700 Kilo Zuladung gehabt. Ich war auf der Waage, 3,8 hatte ich. Ich glaube 4,5 ist da zugelassen, glaube ich, der mit der Auflastung. 4,5, ja, stimmt. 4,500. Also ich hatte 700, 800 Kilo Zuladung. Das ist, war sehr üppig, muss man sagen. Bittere Pille ist allerdings Tempo 100, muss man schon sagen. Ja. Viel schneller sollte man eh nicht fahren, wegen Spritverbrauch und Co. Und natürlich Österreich und Co., das Thema Maut. Und das ist aber, viele fahren Landstraße, oder? Passstraßen. Wir sind dann in die Urlaub und dann haben wir keinen Stress, brauchen wir auch nicht so schnell zu fahren. Landstraße. Also in Österreich, die Passstraßen sind schon sehr schick, muss man schon sagen. Es gibt in der Schweiz gibt's eine App, zahlst du 31 Euro fürs ganze Jahr für die Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und hast 10 Tage, wo du fahren darfst in der Schweiz, auf der Autobahn. Musst du jeweils kurz vorher lösen und die ist wirklich total easy, weil viele fahren durch die Schweiz dann. Und es ist viel günstiger, als durch Österreich zu fahren. Also ist halt immer so eine Geschichte. Und wir gehen am besten mal raus. Dann kosten, glaube ich, die Tunnel auch nichts und die Passstraßen. Aha. Das sind also ein paar Tipps, die wir haben. Jetzt, last but not least, werden wir den mitnehmen. Und du bist aber noch ein paar Tage auf der Messe, oder? Ich bin noch alle Tage auf der Messe. Sehr schön. Vielen Dank, Peter. Danke. Tschüss.